So, die nehmen wir eben mal schön mit, den antiken Schrott. Jetzt haben wir insgesamt zwei. Aber wir brauchen vier für einen Literitbarren. Das heißt, ich schaue hier nochmal. Vielleicht finden wir noch ein bisschen antiken Schrott. Das wäre wirklich sehr schön, weil dann könnte ich mir direkt einen Leitstein kredenzen. So, hier mal so ein bisschen ums Eck geschaut. Ich kann gar nicht mehr reden. Weil der Mund ist ja richtig trocken. Weil wenn man hier ständig am Reden ist, da trocknet doch der Mund in 0, nichts aus. Dann kann man gar nicht mehr richtig sprechen. Na gut, hier noch ein bisschen Gold. Das nehmen wir auch mal mit. So, hier nochmal eben durchgebaut. Ich will jetzt mal den ganzen Netherrack hier ablegen. Weil der verstopft mir doch ziemlich das ganze Inventar. So, hier nochmal eben durch und hier nochmal durch. Dann kann man hier nochmal eben rumgehen. Ja, da muss man natürlich wieder aufpassen mit der ganzen Lava. So, die Lava kommt ja auch mal weg. Dann würde ich mich, glaube ich, doch mal hier lang graben. Vielleicht haben wir Glück und wir finden noch ein bisschen antiken Schrott. Okay, die Spitzhacke sieht aber gar nicht mehr gut aus. Ne, also wenn man hier seine Spitzhacke verwursten möchte, dann ist das, was ich mache, gerade richtig dafür. Ja gut, und antiken Schrott sehe ich jetzt ja auch keinen mehr. So, aber ich gucke nochmal eben hier. Einfach mal ein bisschen gucken und erstmal hier ein bisschen an der Nase kratzen. Weil die juckt natürlich immer. Das ist dann auch ein bisschen nervig. So, einfach mal hier ein bisschen nachgeschaut. Und ich komme irgendwie immer hier mit dem Mund ans Mikrofon ran. Ist natürlich auch nicht der Sinn dahinter. So, dann kann man hier nochmal ein bisschen abreißen. Hier das Abrissunternehmen. Dann wird der ganze Nether hier einfach mal abgerissen. Dann kommt das ja einfach alles mal mit. So wie zum Beispiel das Gold, das kommt ja auch mal eben mit. So, und hier gehe ich auch nochmal ein bisschen lang hier mit der Abrissbirne. So, und hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Ja, da kommt natürlich wieder Lava, das war jetzt auch nicht beabsichtigt. Aber die würde ich dann auch mal eben hier schön einbauen, ganz fachmännisch. So. Und dann schaue ich mal hier so ein bisschen. Ja gut, ich will jetzt aber nicht meine ganze Spitzhacke verwursten. Ich glaube, das reicht. Immerhin haben wir jetzt zwei antiken Schrott. Das ist ja schon mal so einiges. Und wir haben uns hier einen ziemlich großen Raum geschaffen. Ich hoffe, ich finde die Treppe noch. Aber da hinten haben wir die Treppe. Okay. So, ich schaue nochmal hier. Ob wir vielleicht hier zufällig noch ein bisschen antiken Schrott haben. Das wäre wirklich sehr schön. So, das hier kommt eben mal dicht. So, hier nochmal eben geschaut. Aber antiken Schrott haben wir auch hier nicht. Ja gut, da haben wir nur ein bisschen Kies. Die Spitzhacke ist ja schon bei der Hälfte. Die haben wir ziemlich malträtiert durch diese ganzen Abbaumaßnahmen. So, hier kann man das auch mal hier schön ebenerdig machen. So, und dann würde ich sagen, geht's wieder nach oben. Beim nächsten Mal können wir ja weiter gucken, ob wir da noch ein bisschen antiken Schrott finden. Doch, dann geht's hier wieder nach oben. Aber immerhin haben wir jetzt eine kleine Netherit-Mine angelegt. Und zu der können wir dann immer wieder zurückkehren, falls wir noch ein bisschen was brauchen sollten. So, hier erstmal nach oben. So, und dann einfach mal durch das Portal durch. Okay, inzwischen ist es Nacht, was nicht so toll ist. So, ich hoffe, mich schießt jetzt nichts an. Das wäre nicht so toll.
So, erstmal schlafen gehen, würde ich sagen. Okay, ich kann mir eigentlich gleich eine extra Netherrack-Kiste anlegen, so viel wie ich davon habe. Okay, ich mache es eben mal. Einfach mal in den Keller gehen. Und dann kommt hier einfach mal der ganze Netherrack rein. So, und den ganzen Rest würde ich auch mal einsammeln. Ja, was ich noch machen kann, ist hier der antike Schrott. Aber ich würde gerne noch den restlichen Netherrack mitnehmen. Weil ich will hier auch nichts verschwenden. Immerhin habe ich den abgebaut. Dann kann man den noch eben mal mitnehmen. So, ich gehe jetzt eben mal hier zurück. Ich hoffe, dafür haben wir noch genug Platz im Inventar. Einfach mal hier kurz durch das Portal gegangen. So, und dann geht es hier mal nach unten. Ja gut, das mache ich, glaube ich, noch ein bisschen großzügiger. Hier der ganze Abstieg. So, das hier kommt weg. Und das hier kommt weg. So. Und dann können wir hier noch ein bisschen was einsammeln. Das ist ja noch so einiges. So, das wird hier alles schön eingesammelt. So, das da hinten kommt auch mal mit. So, und hier natürlich auch. Da wird das hier einfach alles mitgenommen. Ist aber ganz schön viel hier. Ich hoffe, da reicht der Platz noch. Ja gut, aber der Platz, der reicht... Das wollte ich jetzt nicht machen. Der Platz reicht wohl doch nicht. Aber vielleicht kann ich noch ein bisschen Gold mitnehmen. Da war ja noch ein bisschen. So, haben wir das eben mal mitgenommen. Ja gut, dann kann ich eigentlich wieder nach oben gehen. Wo ist denn der Treppenaufgang zufällig? Ach, da ist der. Dann markiere ich mir den auch mal. So ein bisschen mit Fackeln. Das ist sicher auch nicht verkehrt. So, und was essen kann ich auch mal gleich hier. Schön gebratenes Steak ist ja auch mal ganz gut. So, und dann einfach mal hier nach oben. So, und immer weiter nach oben. Und der Netherrack kommt dann natürlich auch in meine Netherrack-Kiste rein. Den können wir uns dann zu Ziegeln brennen oder so. Dann sollten wir wieder so ein paar XP rausbekommen aus dem Ofen. So, dann ist man hier schön durchs Portal stolziert. Und noch so ein paar XP wären eigentlich ganz sinnvoll, damit ich wieder was verzaubern kann. Wir sind auf Level 31. Das heißt, so ein paar Punkte wäre schon ganz schön eigentlich. Also vielleicht sollte ich doch mal in Zukunft eine weitere Höhlentour unternehmen. Weil es wäre auch eine gute Gelegenheit, noch ein bisschen XP-Punkte zu sammeln. So, das Gold kann ich auch mal hier verkraften zu Barren. Machen wir es mal. So, dann haben wir jetzt 7 Goldbarren. Die werden auch mal hier abgelegt in eine Kiste. Aber in welche denn? Wo war denn jetzt unser Gold? Ach genau, da hatten wir das Gold. Und genau, die 2 Kartoffeln kann ich auch nochmal eben hier schön in den Ofen tun, damit wir auch ein paar Bratkartoffeln haben. So, die Goldnuggets tue ich auch mal hier rein. Obwohl, ich habe ja hier noch ein paar Goldklumpen. Und hier habe ich ebenfalls noch ein paar Goldklumpen. Das ist natürlich sehr gut. Dann kann ich mir noch ein paar Barren craften daraus. So, da haben wir hier noch ein paar Goldbarren. Ja, noch einen Goldbarren haben wir jetzt. Aber ist auch ganz nett. Gut, Netherquarz, wo kann ich den denn noch ablegen? Den würde ich erstmal hier hin tun, zum restlichen Netherquarz. Das ist ja schon mal ganz gut. Und wie gesagt, dann haben wir jetzt... Hier noch 2 Netherit-Platten, was ja auch ganz gut ist. Und wir brauchen ja insgesamt 4 Netherit-Platten für einen Netherit-Barren.
Das heißt, ein bisschen was müssen wir da noch sammeln, aber für das Erste tue ich die da mal hier rein. Schwarzstein würde ich mir auch mal hier ablegen. Kann dann erstmal hier reinkommen. So, ein bisschen Zuckerrohr kann ich auch nochmal ernten. So, dann nehmen wir es eben mal mit hier. So, hier Zuckerrohr, Zuckerrohr. Und den würde ich auch mal hier in eine Kiste ablegen. So, Redstone kann ich ja zu den anderen Redstone-Dingern dazu packen. So, der kommt dann erstmal hier rein. So, da haben wir es auch mal gemacht. Und hier haben wir noch Seerosenblätter. Für die hatte ich ja was vorgesehen. Weil die kann man immer hier ganz gut reinsetzen. Dann geht auch bei der Ernte nichts daneben, wie gesagt. Kann ich eigentlich die Kühe wieder vermehren? Ja, lass mal eben schauen. So, reichlich Weizen haben wir inzwischen. So, dann kann ich eben mal hier den machen. So, da hinten haben wir auch noch ein paar. So, dann haben wir auch wieder Nachwuchs. Das ist ja auch mal wieder schön. Ich könnte hier auch mal den Weg lang führen lassen in die Richtung, theoretisch. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo der hinführen sollte. Aber vielleicht baue ich hier das Plateau noch ein bisschen aus. Das kann man dann erstmal hier so lang bauen. So, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Dann würde ich das hier noch mit Erde voll machen. So, hier und hier und hier. Und hier, dann hat man da auch eine schöne Aussicht. So, hier kommt dann ebenfalls noch ein bisschen Erde hin. So, aber jetzt habe ich keine Erde. Das war dann wohl alles. So, okay, okay. Dann ist jetzt natürlich die Frage, was wir als Nächstes tun werden. Ja, das muss ich auch mal überlegen. Wir könnten noch mal so ein paar Tränke brauen, theoretisch. Oder vielleicht könnten wir ja mal versuchen, Dorfbewohner zu vermehren. Das wäre ja auch mal eine Überlegung wert. Und dafür brauche ich ja hier Brot. Weizen haben wir ja und ich brauche noch ein paar Betten. Und für Betten brauche ich noch Wolle und die kann ich mir auch eben mal hier von den Schafen besorgen. Die sind ja hier gleich in der Nähe. Dann machen wir uns hier ein paar schöne rote Betten draus. Aus der Wolle. So. Und dann hier nochmal eben. Und hier auch nochmal eben. So. Und hier reißen wir uns auch nochmal ein bisschen Wolle raus. So, dann haben wir 11 Wolle. Dann machen wir uns daraus noch so ein paar Betten. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So ein bisschen Holz haben wir ja noch. Und daraus bekommen wir dann insgesamt noch 3 Betten. So, und ein paar Brote bräuchte ich auch mal. Dann haben wir jetzt 27 Brote. Ich hoffe ja, dass das reicht. Vielleicht mache ich mir gleich noch ein paar mehr. So, ich gehe mal wieder hier rein. Und dann hatten wir noch ein bisschen Weizen. Dann würde ich mir gleich noch ein paar Brote machen. So, hier jetzt Weizen. Dann haben wir jetzt ganze 42 Brote. Und da würde ich, glaube ich, noch dem Dorf einen weiteren Besuch abstatten. Dann würde ich sagen, geht's wieder auf eine kleine Reise. So, aber eine Reise, die muss ja auch mal sein. Weil ständig nur in der gleichen Gegend rumzängen, das ist natürlich auch so ein bisschen eintönig. So, da geht's erstmal hier lang. Eine Brücke über die Schlucht wäre eigentlich auch mal gar keine so schlechte Idee. So, hier müssen wir durch den Sumpf. Das dauert ja bekanntlich ein bisschen länger. So, dann eben mal hier rüber.